So, weiter geht's heute mit dem Banger Blitz. Und da wollen wir natürlich ein bisschen was reißen. Los geht's. Wir haben unseren. Die Killerbeak haben wir, glaube ich, geholt, wenn ich richtig im Kopf habe. Also, wir haben jetzt ein europäisches Fahrzeug. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist mit dem Laden. So. Gut, gehen wir rein. Je nachdem, wie lange das heute dauert. Wir machen heute auch nur dieses Turnier hier. Obwohl, wir die ganzen großen Autos können wir uns gar nicht anlegen, weil wir zu klein sind. Wir sind hier so ein bisschen Spielball. Ja, der Kleine, der will hier ein bisschen spielen. Dann gehen wir da mal mit rein. Und gehen wir in Führung. Also, schau mal. Na klar, wollen die uns auf die Socken geben. Drei Runden mal jetzt heute. Oh oh. Sollten wir uns schön machen. Macht ihr mal da hinten euer Spielchen weiter. Rammt euch mal ein bisschen weg und lasst mich einfach vorne in Ruhe mein Ding nach Hause ziehen. Wir sind in der letzten Runde. Boah, Glück gehabt. Der sich vor dem Taxi noch. Oder Taxi war das, glaube ich. Landentaxi. Wie auch immer. Der bin ich zumindest kurz noch drüber weggekommen. Oh, Glück gehabt, dass das Rennen schon beendet war. Sonst wäre man nämlich hier gerade Geschichte gewesen. Puh, Glück gehabt. Also, wir haben es auf jeden Fall unsere erste Aufgabe gemacht. Mit dem Kellerbi. Erste von drei Rennen haben wir jetzt schon abgearbeitet. Naja, wollen wir heute einfach nur ein bisschen Turnierchen. Also das passt schon alles. Normalerweise habe ich gesagt, immer zwei pro Dings, aber dann machen wir einfach mal ein bisschen kürzer. Ja, hat er ja in der letzten Folge schon ein bisschen mehr gesehen. So, zweite Rennen. Läuft auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als das, was wir in der letzten Folge solches gesehen haben. Ja, nur auf die Fresse gekommen von dem Händler Head. Der hat ja überhaupt nicht gesehen, der hat überhaupt keine Chance gelassen, als irgendwas ist. So, jetzt war ein bisschen Gas geben hier, schön ein bisschen absetzen, ein bisschen Ruhe, wo es sich irgendwie den anderen Jungs da ein bisschen zu nahe kommen. Patsch! Das meine ich genau, das ist es halt. Bisschen zu weit rüber nach rechts und dann ab in die Wand. Du wartest noch rechts an, ne? Oder was? Oder er hat einfach gesagt, ich komme da eh nicht mehr rüber, dann hämmer ich mal kurz da durch. So. Auch Rennen Nummer 2 geht zumindest an uns, unsere Killerbi. Ja, macht den Namen sowieso alle Ehre gerade. So, letzter Lauf, finale Lauf. Dann nochmal 200 Punkte haben wir auf dem Konto und da machen wir die 300 zu. Hier geht's noch, aber ab der zweiten Runde wird es richtig interessant. Weil jetzt beginnt sie nämlich dann auch irgendwann hier zu kreuzen. Das kann auch durchaus mal so ein Rennen komplett am Kopf werden. Wenn du dann einfach auf zum ungünstigsten Zeitpunkt hier drüber fliegst. Und dann natürlich voll weggesammelt wurde. Wir hatten nämlich im ersten Rennen ein bisschen das Glück, dass es nicht ging. Aber jetzt sieht es gut aus. Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen Glück haben, dass wir mal vor dem Rest des Feldes rüberkommen. Oh, da war das knapp.
Und der kam auf einmal von einer von der Seite. So, letzte Runde. Ne, 6 Runden sind zusammen. Okay, das war mir ja. Wir sind im Finale, ne? Das ist genau das, was ich meine. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir jetzt noch nur wieder halbwegs auf der richtigen Seite gelandet sind. Das bringt ja sowieso nichts, wir brauchen nicht warten. Wir fahren einfach blind rein. Wenn es klappt, klappt es. Wenn dann ist es halt jetzt wie gerade so, dann hat sie mich einfach scheppert jetzt mal kräftig. Und das ist das Witzige in dem Modus. Also ich finde das extrem witzig gerade, muss ich sagen. Es macht mir übelst Laune. Den habe ich noch mitgenommen, die Kollege. So, wir sind immer noch erster. Der vor uns ist da irgendwie mit rausgerutscht. Ich glaube, den habe ich quasi immer kurz durchgehämmert durch die Bahn. Aber was ich noch cooler gefunden hätte, wenn es durch den Kommentator drin gehabt hätte. Und den kriegen wir noch. Das war aber unabsichtlich tatsächlich. Das war unabsichtlich und dadurch verlieren wir halt ins Finale jetzt den Sieg, oder was? Ja. Wir führen 5 Runden für zum, und dann kriegen wir es und dann fallen wir doch noch Zweiter. Dann staubt der da den Sieg uns ab. Uncle Big Bob hat dann am Ende das Ding zugemacht. Aber wir haben es trotzdem gewonnen. Ich glaube, die ersten beiden Läufe waren gut. Aber hier, das hätten wir sowas von verdient gehabt. Weil, ja. Das hätten wir sowas von verdient gehabt. Das Ding wäre durch gewesen. Eigentlich waren wir schon Sieger. Und dann bist du in der letzten Kurve oder vorletzten Kurve hauzen, sondern weil der Querverkehr kommt raus. Scheiße, Mann. Ist das ärgerlich. Und dadurch haben wir halt keine volle Punktzahl. Und haben sie hier ein bisschen was. Also ein paar Rennen haben wir ja hier aber auch schon neben Demolition Derby. So, was haben wir denn als nächstes? Wir haben jetzt insgesamt noch 1, 2, 3. Nein, hier brauchen wir noch was amerikanisches. Maximal C. Aha. Wofür kann ich auch fahren, ne? Hier. Ach, ich brauche einen Frontabtriebler. Das heißt, wir sparen ein bisschen Kohle jetzt, damit wir das mal wieder machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge, machen wir dann diese Folge noch. Komm, wir machen noch einen. Wir machen noch ein Banger Derby. Ja, dauern keine. Es ist auf jeden Fall wieder ein Demolition Derby. Das heißt, es geht wieder richtig auf die Fresse. So. Gut, starten wir ins Rennen. Und jetzt gibt es mal wieder auf die Fresse 15 Gegner und war es einfach nur immer feste drauf. Die sollen sich schön eigentlich so ein bisschen selber ausschalten jetzt. Unten ist eine Schadensanzeige unten links. Den habe ich noch schön, aber richtig schön mitgenommen. Der hat aber auch nicht mit einer auf die Fresse. Jetzt muss ich mal gucken, weil die Kamera sich ein bisschen. Der war schon mal weg. Also ist, glaube ich, alles halt derselbe Auto, das hier. Die Killer Bees. 79 Leben haben wir. Ach, nur 5, okay. So, jetzt gab es natürlich wieder einen Schaden, aber die Sonne. Der hat hier schön. Natürlich suche ich jetzt gerade ein bisschen Ziel erreicht. Den haben wir. Ne, 500 Schaden verursacht. Okay. Da haben wir immer noch volle Gegnerzahl, ne? Meine Federung ist schon.
Bremsen beschädigt. Wir haben halt immer noch kein Tuning für das Auto. Ja, der ist aus. Also der erste, der hat sich schon mal verabschiedet. Jetzt hieß es natürlich, das Ding hier zu gewinnen. Ja, scheiße. Den habe ich fast noch mitgenommen. Ja, hopp, ich hab gerade noch Nummer 60 stehen, weil ich bin einer. Der hat fast gar nichts mehr, der Kollege. Ja klar, es geht ja nicht darum, jetzt wer irgendwen jetzt dass ich jetzt die meisten ausschalten soll, sondern einfach nur hauptsächlich halt, dass es gehen könnte. Aus! Boah. Du hast hier noch ganz viel. So, ich glaube, den habe ich jetzt ausgeschaltet. Ich habe noch gar keinen ausgeschaltet. Okay. Sah nämlich so aus, als wenn ich ein bisschen mehr eigentlich schon mal mit einer Licht. Dankeschön, dass du mir den noch in dem Moment noch weggedreht hast, weil den hätte ich mit, sonst hätte ich ihn geholt. Ach Mann, warum könnt ihr nicht einfach mal ein bisschen stehen bleiben? Lass dich doch schön von mir in die Wand trauen. Ich habe immer noch keinen, ne? 7 haben wir noch. Ich wüsste, warum bist du aus der... Bredouille raus? Kriege ich aber nicht da. Das kann nicht sein. Die haben gesagt, ein bisschen robuster als wir tatsächlich, scheinbar. Ach, leg mich doch am Arsch. Kritischer Schaden, ja, aber den hat es auch noch mitgenommen. So, einen haben wir mal. Das haben wenigstens nicht auf. Jetzt sind wir eh fast down. Wir sind die nächsten jetzt gleich. Also den hat auf jeden Fall nochmal wichtig. Einen habe ich mitgenommen. So, damit sind wir raus. Scheiße, jetzt fährt er, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, 2 Autos haben wir rausgenommen. Big Papa gewinnt mit dem Nexus. Naja, der hat, glaube ich, relativ viel noch am Anfang gehabt. Muss jetzt auch ein bisschen anfangen, dass ich Autos mal tune. Schade, das ist leider nur Platz 4. Ja, Level 7. Schade. Ja, wir müssen
mal robuster werden auf dem Auto, sonst ist das halt extrem schwierig. Ist leider nur Platz 4. Naja, ist alles drum. Egal, alles gut. So, uns fehlen jetzt noch zwei Rennen, die wir in der nächsten Folge uns abarbeiten und dann fehlt uns das Finale noch. Coach Race, Sofa Race. Super. Ernsthaft? Das ist doch geil. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir uns einfach mal das ganze Ding an hier. Dann fahren wir nicht als nächstes Mal das Sofa Race. Bis dahin und tschüss.